Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und das ist No Man's Sky im Survival-Modus. Wir haben ein Problem und zwar dieser Planet. Wächter greifen hier sofort auf Sicht an. Und das ist deswegen problematisch, weil nach der letzten Folge ich hier bestimmt 3-4 Mal gestorben bin. Wir brauchen Plutonium. Und es ist nicht so einfach, Plutonium jetzt hier zu finden. Für die Startschubdüse. Und wir brauchen Eisen für den Impulsantrieb. Tja, wir müssen irgendwie von diesem Felsen hier runter. Und der ist echt wunderschön, der Planet, aber er will uns umbringen. Und ja, wir brauchen Plutonium. Und ich zeig's euch mal. Es ist scheiße, um es mal so zu sagen. Weil finde hier jetzt mal Plutonium. Der Planet, wie gesagt, wunderschön. Toll anzusehen. Hier würde ich gerne meinen Lebensabend verbringen. Aber sobald hier ein Wächter kommt, ist Schicht im Schacht. Da ist jetzt einer. Wenn der uns sieht, greift er uns sofort an. Atamium bringt mir jetzt überhaupt nichts. Ich brauche Plutonium. Ich kann mich auch nicht ducken, um mich ein bisschen mehr zu verstecken. Geht auch nicht. Also ich denke, liebe Freunde, dass wir hier nicht mehr runterkommen. Hab ich irgendwo hier Plutonium gesehen? Das nicht gerade erscannt hier? Oder was war das? PT? Oh, hier ist irgendwo einer. Da oben. Ja, komm, lad schneller, Scanner. Oh, shit. Geh weg! Feinde nähern sich. Och, mein Bergbohrstrahl ist leer. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und der warnt jetzt andere, weil wir ihn daneben getroffen haben. Daneben getroffen, nicht getroffen haben. Wir werden sterben. Und es kommen zwei neue Wächter da hinten. Das bedeutet, dass wir jetzt am Arsch sind. Wo ist denn unser Schiff? Ich kann nicht mehr rennen. Da ist das Schiff. Aber es hilft ja nichts. Welche Einheit deaktiviert? Okay, alles gut, aber ich sagte, es ist ein Problem. Puh, durchatmen. Okay. Kein Plutonium gefunden. Kohlenstoff verbraucht. Plutonium ist noch da.
Ach, jetzt haben wir hier einen direkt vor der Nase sitzen. Wie kann ich eigentlich meine Gesundheit wiederherstellen? Das jetzt ernsthaft, zwei Stück. Das würde ich gerne. Ach komm, scheiß drauf, Energiekanister. Jetzt egal. Wie schnell das runtergeht. Ja. Beim Anblick dieser Sterne wurde plötzlich all meine Sorgen und Gewichte des irdischen Lebens in den Schatten gestellt. H.G. Wells, die Zeitmaschine. Ja, liebe Freunde, das war wohl das Ende unserer kleinen Survival-Runde. Denn, ja, jetzt ist Technologie auch noch beschädigt. Und wir werden wieder angegriffen. Also um jetzt irgendwie weiterzukommen, müssten wir den Scanner reparieren. Okay, haben wir gemacht, aber... Der macht uns ja sofort wieder platt, der Typ hier. Ne, also ich zeig's euch mal, natürlich. Oh, neue Technologie, cool. Okay, wir haben nochmal überlebt. Ach nö. Ja. Krieg der Klone, was ist das eigentlich? Krieg der Klone? Muss ich mal gucken, was das ist. Also wir... Generation 3. Ja, also wir kommen hier nicht weg. So, überhaupt gar nicht weg. Es bleibt nur ein Neustart. Ich lasse diese Folge jetzt so, wie sie ist, auch wenn sie nicht ganz so lang ist wie eine normale Folge. Aber nur, um euch zu zeigen, wie es enden kann. Aber ich denke, für die zweite Runde sind wir dann ein bisschen schlauer. Das heißt, diese Planeten hier meiden. Und wir brauchen genug Ressourcen. Ich muss mehr... Definitiv mehr Plutonium sammeln und Eisen für den Impulsantrieb und für die Startschubdüsen. Definitiv. Sonst bringt das hier alles nichts. Das können wir dann auf einen anderen Todesplaneten machen. Sind ja alles Todesplaneten. So oder so. Gut, aber es hilft nichts. Wir starten neu, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ja, frisch, fromm, fröhlich und frei. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss!